Thank you.
Die Kartoffeln passen genau in das Rohr. Aber durch den Druck werden sie bald wieder herausgedrückt. Man muss die Kartoffeln irgendwie im Rohr feststopfen. Unser Detektiv begutachtet die Konstruktion. Das Tuch müsste noch festgeschnallt werden, damit es die Kartoffeln im Rohr festhält. Das Rohr ist jetzt dicht, dank der Kartoffeln, des Tuches und der Rohrschellen. Also das mit den Kartoffeln ist echt verblüffend. Einfach unglaublich, dass das Rohr nicht durch den Druck explodiert. Das erinnert mich an eine alte Actionserie. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Aber weshalb bist du denn nun eigentlich hierher in den Maschinenraum gekommen? Ich habe keine Ahnung. Ich war die ganze Zeit hier im Maschinenraum. War nur kurz draußen. Und als ich nach ein paar Minuten wiederkam, war das Gerät schon verschwunden. Da wusste jemand genau, was er tat. Das erinnert mich an meine erste Fahrt auf hoher See. Es war starker Wellengang. Der Kessel lief auf vollen Touren und... Aber weshalb bist du denn nun eigentlich hierher in den Maschinenraum gekommen? Nein, nur der Dampfkessel. Aber weshalb bist du denn nun eigentlich hierher? Naja, mit einer Rohrzange ist das schnell erledigt. Jedenfalls bei dem alten Modell, das wir hier haben. Oder hatten. Dabei fällt mir ein, ich habe vor 10 Jahren mal mit einer Rohrzange ein Doppelflanschventil mit einer Rohrmuffe verbufft und hatte dann... Nun, ich schweife ab. Aber weshalb bist du denn nun eigentlich hier? Nachdem die Gefahr im Maschinenraum gebannt ist, überlegen die drei Fragezeichen, was als nächstes zu tun ist, als plötzlich etwas Unerwartetes geschieht. Unter der Tür wird blitzschnell ein Umschlag durchgeschoben. Bei näherer Betrachtung stellt Peter fest, dass es sich um das gesuchte Opernskript handelt. Dem ersten Detektiv geht augenblicklich ein Licht auf. Da versucht jemand gezielt, ihn das Opernskript unterzuschieben. Wenn sie es nun dem Kapitän übergeben, sieht es so aus, als hätten sie selbst es gestohlen. Die drei beschließen daher, das Spiel mitzuspielen und den Täter dingfest zu machen. Hör mal, ich versuche hier gerade, mich mit der Lady zu unterhalten.
Und du bist dabei nicht besonders hilfreich. Ach, sieh mal, der Kapitän winkt gerade. Ich glaube, du sollst dringend zu ihm kommen. Jetzt mach eine Mücke, Meister, und geh endlich rüber. Und Abflug. Haben eure Ermittlungen im Maschinenraum etwas ergeben? Ich, verstehe. Ist das Leck im Rohr nun verschlossen? Oh je, das nimmt ja mittlerweile Ausmaße an. Ihr müsst mir helfen, diesen Schlamassel aufzuklären. Ich habe hier einen Generalschlüssel für alle Gästekabinen. Aber lasst euch bloß nicht damit erwischen. Ich riskiere meine Kapitänslizenz. Ich glaube euch zwar, aber ich kann mich offiziell nicht auf eure Seite stellen. Ihr arbeitet jetzt also quasi undercover. Seht euch mal in der Kabine von Josephine Howard um. Sie ist verdächtig fröhlich, dafür, dass solche Dinge an Bord passieren. An Bord meines Schiffes. Vielleicht hat unser Barkeeper auf dem Sonnendeck ja eine Idee, wie ihr Mrs. Howard ein Weilchen beschäftigen könnt. Mit dem Generalschlüssel kommen unsere Detektive nun in die Gästekabinen hinein, auch wenn diese verschlossen sind. Jedoch dürfen sie sich nicht erwischen lassen, sonst verliert Kapitän Jason ihretwegen noch seine Lizenz. Gut, dass du kommst. Der Barkeeper sagt, ich bekomme keinen Cocktail mehr. Vielleicht kannst du mal mit ihm reden. Ich meine, ich muss ja schließlich nicht fahren. Danke, das ist wirklich sehr, sehr nett von dir. Was darf's denn sein? Such dir bitte etwas aus, das kein Eis enthält. Tja, tut mir leid. Ich hab's doch schon gesagt. Und ich hole ganz bestimmt kein Eis, denn dann werde ich diese illustre Gesellschaft hier gar nicht mehr los. Ist das hier eine Küche oder ein Drive-In? Na also, raus hier. Ist das hier eine Küche oder ein Drive-In? Wie bitte? Ich verstehe nicht ganz. Ach so, sag das doch gleich. Weshalb das? Ich glaube nicht, dass er daran Gefallen finden wird.
Den kann ich aber sowieso nicht leiden. Hier hast du den Schlüssel zum Gefrierfach. Viel Spaß damit. Thank you.
Was darf's denn sein? Such dir bitte etwas aus, das kein Eis enthält. Tja, tut mir leid. Ich hab's doch schon gesagt. Und ich hole ganz bestimmt kein Eis, denn dann werde ich diese illustre Gesellschaft hier gar nicht mehr los. Oh, du hast Eis geholt? Na, vielen Dank auch dafür. Das wird ja jetzt ein langer Abend für mich. Andererseits? Wer Eis holen kann, kann gefälligst auch selbst Cocktails mixen. Ich hab jetzt Feierabend. Du findest hier alles Nötige. Viel Spaß auch. Justus hat als Nebenjob mal in einer Bar Cocktails gemixt. Er übernimmt daher für den Matrosen das Mixen der Cocktails auf dem Sonnendeck, damit seine beiden Freunde die Kabine der Witwe durchsuchen können.